Ja, und herzlich willkommen zurück zum Scania Truck Driving Simulator. Weiter geht's mit Erdbebenhilfe. What the fuck? Hier kommt die Gelegenheit, eine Fertigkeit in kritischen Situationen zu erproben. Die Gegend wurde von einem verheerenden Erdbeben getroffen und die Helfer sind darauf angewiesen, dass du schweren Maschinen über die letzte noch vorhandene Brücke schaffst. Mhm. Über die Brücke. Über die Brücke. Ich wende es gerne nochmal. Das ist keine Brücke. Da mache ich mich jetzt gefasst, dass ich 0 Punkte habe. Das, also, ja. Wie? Das ist keine Brücke. Das ist nix. Nix ist das. Soll ich jetzt hier mit 5 km/h rüberfahren oder was? What the hell? Hat ein bisschen was von SnowRunner, ehrlich gesagt. Ein Wunder, dass noch alle Reifen drauf sind. Alter! Ja gut, der Auflieger müssen wir uns nicht anschauen. Das könnte auch ein Problem werden, wenn der da so schief steht. So, wie man das mit dem Auflieger machen sollte, dass er auch mit allen Reifen immer Bodenkontakt hat und nicht schräg da rüberfährt, I don't know. Vor allem auch noch, wenn es dunkel ist. Wer kommt auf die Idee, das im Dunkeln zu machen? Wer kommt auf diese Idee? Okay, dann wieder nach links rüber. Irgendwann. Auflieger, ich sag wieder mal nein. Ne, wir fahren hier noch geradeaus. Oh shit, rechts muss man ja auch aufpassen. Aber da sieht man ja gar nichts. So rechts sehe ich gar nichts. Dir fehlt ein Balken oder sowas. Könnte gleich lustig werden mit dem Auflieger da hinten. Ich check's nicht mehr, muss ich geradeaus? Nicht. Ich muss da links. Da hoch, komm! Gut, ein Zusammenstoß. Mit dem gebe ich mich jetzt zufrieden. Oh,
Oh, shit. Schön. Zu den Meister, der das hier schafft. Damit, also, wo der aufliegt, wirklich immer, immer irgendwie mit allen Reifen irgendwo drauf ist, den möchte ich sehen. Den möchte ich sehen. Das kann man nicht mehr retten. Hängt es einfach fest. Also, hier gebe ich mich zufrieden, wenn ich es überhaupt schaffe, da rüber zu kommen. Scheiß jetzt mal drauf. Wie viele? Wie viele Zusammenstöße und Fehler ich hier habe? Das finde ich jetzt echt irgendwie auch nicht unbedingt so ultra realistisch. Wenn ich ehrlich bin. Ich glaube nicht, dass hier jemand mit einem LKW rüberfahren würde. Vor allem, also vor allem nicht mit einem Auflieger. Ich sehe eigentlich die Spur hier schon, die man nehmen soll. Aber ist so gut wie unmöglich. Auflieger sagt wieder nein. Hauptsache, wir kommen drüben an, das ist alles andere ist mir egal. Ich meine, man sieht absolut nichts in den Spiegeln, rechts und links. Null Punkte. Egal, weg damit. Weiter geht's. Lassen wir das einfach. Ins. Okay. Rückwärts. Ohne Auflieger. Okay. Eingestürzte Brücke. Auf dem Rückweg deiner Katastrophenhilfe ist die beschädigte Brücke nun ganz eingestürzt. Alles, was du noch tun kannst, ist, rückwärts aus dieser gefährlichen Situation herauszufahren. Weitere Hilfe ist unterwegs. Okay, wenigstens nur mit dem LKW. Wenigstens. Sollte zumindest schon mal ein bisschen einfacher sein.
Auch wenn ich eigentlich bloß nur eine Seite beobachten kann. Eigentlich lass ich den Helikopter gerade nur eisen. Also gebe ich gar kein Gas. Hört man ja vielleicht auch. Und wenigstens, naja, 3/4 nur zurückfahren, nicht die ganze Brücke. Aber 3/4 reicht auch schon. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ich glaube, das soll gehen, oder? Rechts wäre wahrscheinlich besser. Ne, wir fahren hier rechts lang. Ich weiß da nicht, ob hinter uns irgendwie das möglich ist, hier zu kreuzen. Werden wir gleich merken wahrscheinlich. Naja. Halbwegs ist das möglich. Ich wollte noch weiter nach links, nach rechts steuern. Schlechte Idee. Wenn wir da schon über dem Abgrund sind. Und jetzt wieder nach rechts zurück. Ich glaube, wenigstens bisher nur einmal einen Zusammenstoß gehabt. Also was zählt zumindest. Minus 100 Punkte, ja. Okay. Gut, lasse ich durchgehen. Eins können wir noch. Schmale Gassen. Es wird Zeit, dich wieder auf die Straßen zu bewegen.
zu begeben, aber zuerst musst du aus dem Labyrinth enge Gassen herausfinden, die das Lagerhaus mit der Ausfahrt zur Hauptstraße verbinden. Achte auf die Hindernisse und geparkten Autos entlang deines Weges. Holy shit, wenn ich das so sehe. Schließlich willst du ja nicht deine Ladung beschädigen, noch ehe du deine Tour richtig angefangen hast. Wenigstens starten wir vorwärts. Ist ja schon mal was Gutes. Wieder ein Container hinten drauf, okay. Sprich, wieder ein bisschen aufpassen mit dem Ausscheren hinten. Und dem Ecken da am Rand. Sollte klappen. So halb. So halb zumindest. Rechts müssen wir nicht, wir müssen hier links. Und dann gleich wieder rechts. Sieht mir zu knapp aus. Schon besser. Sollte eigentlich hier kein Problem sein, hier reinzukommen, ne. Aber das könnte ein Problem werden. Auch nicht. Ne, man muss hier geradeaus, gibt bloß einen Weg. Ja, genau. Komm, ich blink mal zur Abwechslung. Könnte jetzt sein, dass wir hinten ankommen. Oder auch nicht. Unglaublich. Nee, das sieht gut aus. Jetzt ja nicht übermütig werden auf die letzten paar Meter. Aber das sieht perfekt aus. Sehr gut. Nice. Alter. Ich würde sagen, das war's für diese Folge vom Scania Truck Driving Simulator. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.